Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und ich freue mich, dass du heute da bist. Heute soll es um deinen Aszendenten gehen. Erst einmal die grundlegende Frage, was ist der Aszendent überhaupt? Also das ist das Zeichen, was im Moment deiner Geburt im Osten aufgegangen ist. Deswegen nennt man das im Englischen eben auch das Rising Sign. Und es repräsentiert so ein bisschen, wie wir mit der Welt interagieren und wie wir auf sie reagieren. Also es ist auch unsere Maske oder unsere Persona. Und unser Horoskop besteht ja aus unglaublich vielen verschiedenen Punkten und Planetenpositionen. Und das webt sich eben alles zu so einem ganz individuellen und einzigartigen Netz zusammen. Deswegen kann der Aszendent dich nicht komplett repräsentieren. Aber er gibt uns auf jeden Fall so einen kleinen Einblick und hilft uns eben zu reflektieren und uns so ein bisschen zu analysieren. Falls du jetzt noch überhaupt gar nicht weißt, was dein Aszendent ist, dann verlinke ich dir mal meine Playlist Astrologie verstehen hier oben. Da kannst du auf jeden Fall mal reingucken. Da gibt es ein Video, wo ich dich eben durchführe, wie du ein Horoskop auf astro.com erstellst. Aber da findest du eben auch ganz, ganz viele andere Videos zum Thema Astrologie, über Häusersysteme und Elemente und so weiter und so fort. Hier starten wir jetzt einfach mal direkt rein. Menschen mit dem Aszendent Steinbock wirken oft eher so ein bisschen ruhiger, distanzierter und ja so ein bisschen vorsichtig und vielleicht sogar ein bisschen ernst. Und manchmal ist es sogar, dass Menschen von dir am Anfang denken, dass du sie nicht magst, also so beim ersten Eindruck. Obwohl das eigentlich gar nicht wirklich stimmt, ist es eher so, dass du halt so ein bisschen zurückhaltend bist, weil du erstmal auschecken willst, was eigentlich geht. Du öffnest dich einfach nicht gerne jetzt irgendwie so random fremden Leuten gegenüber so einfach. Also du brauchst schon so ein bisschen Zeit, um irgendwie so reinzuspüren, so okay, auf was sind die eigentlich aus, was geht da eigentlich? Und dann kannst du dich öffnen und denen auch mehr vertrauen und dann bist du eigentlich auch extrem expressiv, auch sehr warmherzig und lebensfreudig. Wie jede Platzierung vom Steinbock ist der Aszendent auch sehr, sehr zielstrebig und ist ein sehr harter Arbeiter. Also der ist super fleißig und der ist sehr sorgfältig und sehr gewissenhaft. Also der möchte auf jeden Fall was im Leben erreichen. Und wenn er sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann kann er auch ganz schwer davon abgebracht werden. Also er hat auf jeden Fall die krasseste Entschlossenheit vom gesamten Zodiac. Deine Ziele müssen aber auf jeden Fall irgendeinen Sinn haben. Also in irgendeiner Form möchtest du die Welt verbessern, sie zu einem besseren Ort machen. Und das hat auch oft was Selbstloses, weil du willst zwar das Beste für dich, aber du willst auch das Beste für die anderen und für die Community. Also du willst dich auch wirklich sorgen und irgendwie es besser machen für die Menschen, die um dich rum sind und die dir nahe sind. Dabei liegt der Fokus aber schon auch immer auf irgendwie einem Erfolg. Also Geld und Status sind dir schon sehr wichtig. Und das Problem ist da so ein bisschen, dass du halt dich nicht wirklich mit Sachen zufrieden gibst. Also wenn du ein Ziel erreicht hast und eigentlich mal kurz mit damit sitzen solltest und stolz sein solltest, dann springst du schon zum nächsten weiter. Und also ja, dieses dich selbst feiern fällt dir einfach unglaublich schwer und du machst dir einfach die ganze Zeit Druck, ne? Und das ist so ein bisschen der Kampf vom Steinbock. Also dieses immer mehr wollen, immer weiter wollen und ja, einfach nie wirklich sich so mal selbst auf die Schulter klopfen und so, ey, geil gemacht, gut gemacht. Und kann auch schlecht irgendwie dann so mit Komplimenten umgehen. Also es freut dich natürlich schon, aber ist jetzt irgendwie nicht so, dass du dir so denkst, so, boah, ja geil, ich gönne mir jetzt irgendwie mal 2 Tage Pause, weil ich habe irgendwie gerade das und das Riesenprojekt abgeschlossen. Du willst gleich halt weiter. Das kann auch leicht dazu führen, dass du immer denkst, dass irgendetwas oder vielleicht auch irgendjemand fehlt in deinem Leben. Und dann kannst du schon so in depressive Phasen kommen. Also da geht es wirklich darum, dass du dir irgendwie so eine Balance findest, weil es kann wirklich auch so obsessiv werden, ne? Also sowas Manisches, dass du so besessen von deinen Zielen wirst und dass du irgendwie Arbeit als deinen Mittelpunkt machst und dir dann so hohe Ziele setzt, die eigentlich überhaupt gar nicht erreichbar sind. Naja, und dann machst du dich eben wieder fertig, weil du es nicht geschafft hast und dann hast du diesen Zyklus von Depression und Angst und ah ja, also ich bin selbst Steinbock-Aszendent, also ich kenne es auf jeden Fall und ich versuche das mir jetzt immer wieder zwischendrin bewusst zu machen, wenn ich irgendwelche Etappen und Meilensteine erreicht habe, dann versuche ich mir wirklich mal so richtig bewusst Zeit zu geben und da mal reinzuspüren und wirklich so Dankbarkeit mir selbst gegenüber auszusprechen. Du hast einen ganz aktiven Verstand und bist einfach sehr, sehr intelligent. Das heißt, du schaust dir irgendwie so einen Plan an
und weißt sofort, wo die Fehler sind, wo irgendwelche Bruchstellen sind, wo es irgendwie nicht weitergeht und weißt direkt, wie du es irgendwie 10-fach besser machen kannst. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man das irgendwie nicht auf die anderen rüberstülpt, weil dadurch können dann manche andere auch dich mal als irgendwie kalt oder sogar vielleicht berechnend wahrnehmen, weil du weißt auf jeden Fall auch, wie du diese Dinge dann zu deinem Vorteil nutzen kannst, wenn es jetzt irgendwie um Konkurrenzsachen geht und du halt bei deinem Gegner sozusagen siehst, was die falsch machen. Genauso wie die Jungfrau bist du halt sehr, sehr gut im Detail und bist super gut im Vorausplan. Also du durchdenkst einfach die Sachen und organisierst sie gut. Und weil Saturn eben dein herrschender Planet ist, ist es aber schon so, dass es irgendwie auch Zeit braucht. Also es passiert jetzt nicht alles super schnell. Saturn ist so der Big Daddy, auch so ein bisschen der Kontrollfreak und da geht es so ums Micromanagen und so, weil der sagt halt nein, ne? Also Saturn kann reinkommen und kann halt knallhart sagen so, sorry, nee, aber jetzt musst du dich nochmal hinsetzen irgendwie und das nochmal überprüfen, so funktioniert es nicht, da musst du härter arbeiten und so. Und das ist für dich auch tatsächlich so, ne? Also dir fallen die Dinge nicht zu, du bist jetzt nicht so ein krasser Glückspilz oder so, wie so ein Löwe-Aszendent. Du musst wirklich hart arbeiten und es geht wirklich darum, dass du dir die Dinge erarbeitest und nicht, dass irgendwie von anderen dir irgendwie zugeschaufelt wird. Also ich selbst arbeite für mich immer mit diesem Sinnbild von eben dem Steinbock, der so langsam den Berg eben nach oben klimmt, ja, bis er dann irgendwann oben ankommt. Aber es dauert eben seine Zeit. Ne? Also Saturn verlangsamt eben alles. Der steht halt eben für Zeit und den Glauben und es braucht einfach, ne, bis man da oben angekommen ist. Es ist einfach langsamer und manchmal triggert es auch einen dann, wenn die anderen an einem so vorbeiziehen und dann denen alles zufällt und man verliert dann immer wieder zwischendrin die Energie, aber es geht wirklich darum zu vertrauen, weil du wirst irgendwann oben ankommen, auf jeden Fall. Steinbock-Aszendenten machen sich einfach ständig Sorgen. Also wenn du jung bist, dann machst du dir Sorgen, wie es ist, wenn du erwachsen bist. Wenn du erwachsen bist, machst du dir Sorgen, wie es ist, irgendwie, wenn du alt bist. Und wenn du dann alt bist, machst du dir Sorgen, ob du das Leben richtig gelebt hast. Und also es ist ein endloser Kreislauf. Und wenn es nichts gibt, worüber du dir Sorgen machen kannst, dann machst du dir Sorgen, weil es eben nichts gibt, worüber du dich sorgen kannst. Und es ist echt so ein bisschen schwierig, man muss so ein bisschen locker werden, weil die größte Sorge, die du auf jeden Fall hast, ist, dass du erfolgreich bist. Und das kann einfach viel zu viel Druck für dich machen. Und du musst auch so ein bisschen in den Genuss wieder reinkommen zwischendrin und in das Vertrauen, dass du wirklich einfach mit deiner Zielstrebigkeit und mit diesen genauen Arbeiten, ne, dieses ganz Gründliche, wirst du auf jeden Fall irgendwann zu Erfolg kommen. Steinbock gehört ja zu dem Element Erde und Menschen mit Erdenergie sind sowieso nicht so richtig gut, ihre Emotionen wirklich zu zeigen oder auszudrücken. Also es fällt dir einfach schwer, du bist da einfach so ein bisschen mehr zurückhaltend. Du bist extrem loyal und hilfsbereit, vor allem deinen Liebsten gegenüber. Aber du hast einfach so ein bisschen Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, du kannst sehr, sehr nachtragend sein. Ne? Und auch manchmal so ein bisschen was mit Neid und Eifersucht irgendwie kann da reinspielen. Du bist aber mega gut, um das Verstecken. Also vor allem gegenüber Menschen halt, denen alles zufällt. Also diese Energie, wenn Leute so einfach durchs Leben tänzeln und so scheiß drauf, es wird schon alles und du bist halt so, nee, Alter, du musst es schon jetzt hier korrekt machen und so Schritt für Schritt. Du bist gut im das Verstecken, aber zwischendrin kann es dann mal mit so einem sarkastischen Kommentar irgendwie rauskommen, so einem kleinen bissigen, schnippischen Hint irgendwie. Dein Deszendent liegt eben genau gegenüber von dem Aszendenten und das ist immer unsere Schattenseite, ne? Aber auch das eben, was uns irgendwie anzieht und aber gleichzeitig, was uns irgendwie triggert und vor allem in anderen Menschen, weil der Aszendent sind wir und der Deszendent sind eben die anderen und das ist bei dir eben der Krebs und somit siehst du einfach alle Menschen als so übelst emotional, als wären die einfach viel zu weich und viel zu larifari und lassen sich irgendwie nur von ihren Gefühlen steuern. Und es geht so wirklich darum, diese Seite in dir auch zu finden, auch durch andere. Also mit deinen Liebsten einfach mal auch weich sein, gib dich hin und zeig dich offen und ehrlich und genieß einfach mal mit denen. Du bist eher schlecht im Vergeben und noch schlechter im Vergessen, also aber sehr gut im Vorwürfe machen. Also wenn man dir irgendwas antut oder so, dann hältst du das auf jeden Fall in dir und es ist schwierig, dann wieder wirklich nahe zu dir zu kommen, weil du dich sowieso halt langsam öffnest und Vertrauen eher langsamer aufbaust. In Beziehungen ist es wirklich tatsächlich so, dass meistens der Partner auf der materiellen Ebene von dir profitiert und du sozusagen auf der emotionalen. Und da gilt es eben irgendwie auch, so eine Balance zu finden für dich selber, weil dich das manchmal auch eben triggern kann, weil du eben die anderen eher so als Schnurfies siehst.
Das Aussehen vom Steinbock-Aszendenten ist meist sehr, sehr süß und auch sehr attraktiv. Also der Steinbock herrscht eben über die Knochenstruktur und deswegen haben die Menschen meist so hohe Wangenknochen und markante Gesichtszüge, sehr, sehr gute Zähne und ein breites Lachen irgendwie, was total freundlich ist, und sehr penetrierende Augen. Die haben oftmals eher ein ründliches Gesicht und das Witzige ist, dass sie so einen Benjamin-Button-Effekt haben. Ja? Also Saturn steht ja für die Zeit und es ist irgendwie so ein bisschen umgedreht, dass sie, umso älter sie werden, sie irgendwie jünger aussehen. Die strahlen meistens schon so diese Workaholic-Energie aus, ne? Also immer ready to go, also sind immer bereit anzupacken. Und es ist aber oftmals so, dass sie irgendwelche chronischen Schmerzen haben, irgendwelche Leiden oder so, die sich wirklich ihr Leben lang durchziehen. Dein Soul Purpose ist es auf jeden Fall zu arbeiten. Also man kann es nicht anders sagen, du bist einfach dieser Workaholic. Es macht dir unglaublich viel Spaß, einfach irgendwas zu kreieren, irgendwas zu erschaffen. Und du hast einfach so diese Vaterfigur im Zodiac. Also es klingt irgendwie jetzt nicht so super attraktiv, aber es ist einfach so, dass du so derjenige bist, der die Welt halt verbessert. Der eine Welt aufbaut, in der halt alle irgendwie ein schöneres Leben haben, ein zufriedeneres. Ne? Du verbesserst irgendwie die Welt und kreierst so ein Fundament, was einfach super stabil sein kann. Ich habe es ja schon gesagt, Saturn herrscht über Zeit, aber eben auch über Vertrauen. Und deswegen geht es für dich auch so um Disziplin und Ambitionen. Du musst einfach Geduld an den Tag legen und daran vertrauen, dass du wirklich einfach mit dem Durchhaltevermögen, was dir geschenkt worden ist, irgendwann ans Ziel kommst, aber es geht halt eben einfach nicht so schnell wie bei anderen und du darfst dich davon echt nicht irritieren lassen, weil du kannst so große Dinge schaffen und so viel Einfluss auf die Welt haben. Dieser Drang in dir, irgendwie etwas Besseres zu erschaffen und dich um deine Liebsten und die Menschen um dich herum irgendwie zu sorgen und zu kümmern und am besten so viele wie möglich, das wird nicht weggehen. Und ein mega gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Queen, die ja eben gerade gestorben ist. Die ist eben auch Steinbock-Aszendent gewesen und ihr Saturn saß aber eben direkt oben am Karrierepunkt, also am Medium Coeli. Das war natürlich nochmal eine Intensivierung dieser ganzen Energie, da eben der Medium Coeli für unsere Berufung steht. Aber da sieht man auf jeden Fall auch dieses ja ganz langanhaltende, sich ständig sorgen, nicht aufgeben. Ne? Also Aszendent Steinböcke werden auch oftmals sehr, sehr alt und haben aber somit eben auch lange Zeit, ihre Visionen in die Welt zu bringen. Und du solltest auf jeden Fall nicht vergessen, Spaß dabei zu haben. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dir Auszeiten gönnst, dass du dir Lob gönnst, vor allem dir selbst gegenüber, dass du dich mal hinsetzt und so wirklich so, oh mein Gott, ich bin echt stolz auf mich und das sind die Gründe, warum, und die Dankbarkeit für diese Power, die du irgendwie hast und die du an den Tag legst, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Versuch einfach, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Ansonsten habe ich noch als prominente Beispiele, wo man diese Steinbock-Erscheinung irgendwie sehr gut sieht. Das sind irgendwie Gwen Stefani, Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Sophia Loren und Megan Fox. Megan Fox ist übrigens auch sehr, sehr großer Fan von Astrologie. Ich hoffe, dass dieses Video dir weitergeholfen hat und ich wünsche dir vom Herzen das Beste. Hinterlass mir gerne einen Kommentar oder ein Like, würde ich mich total freuen. Und am besten abonnierst du natürlich meinen Kanal, damit du nichts weiter verpasst. Pass auf dich auf, mach's gut, Namaste.